Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cosmo Tears. So, was ich mir überlegt habe, wir sind hier schon im Baumenü und setzen dieses Gedöns einmal ein bisschen nach oben. Um zwei Felder. Steuerung V. Ey, warum geht's jetzt auf einmal nicht? Nicht genügend was? Nicht genügend Stahl. Ah, ein Feld können wir nur nach oben gehen. Ja. Okay, schade. Ich wollte eigentlich zwei Felder nach oben, damit ich hier vor unsere Düsen ein ganz kleines bisschen Schild setzen kann fürs Erste. Aber okay. Dann soll es so nicht sein. Genau, beladen einmal schnell. Und den geht's einfach weiter, ne? Holen wir uns den. Ich glaube, wir holen uns jetzt mal alle. Bevor wir wieder zurückfliegen. So, nee, gar nicht. Wir müssen schon sogar zurück. Weil wir doch noch vollgeladen sind. Mit Kohle. Kohlenstoff. Was ist das Zeug wert? 42, oh. Ja, ein ganz kleines bisschen ist das schon wert, ja. Ein Prozessor haben wir wieder gefunden. Und die Hyperspulen, die wir loswerden wollen. Stahl können wir immer gebrauchen. Und das hier. Starten wir erstmal den Handel. So. Wenn wir mit dem Handel gleich durch sind. Ja. Jetzt? Gut. Alle an Bord. Dann können wir jetzt weiterfliegen. Wen haben wir hier? Haben wir hier überhaupt jemanden? So. Wer ist das? Und was kann er? Was kann er gegen uns ausrichten? Machen wir so ein bisschen. Und schießen wir hier mal ein bisschen auf seine Triebwerke. Das ist schon mal nicht schlecht. Nächster Trieb, ja. Das muss weg. Wenn das möglich ist, das auch noch. So. Da kommen wir jetzt durch. Der ist jetzt hops gegangen. Zack. Und das ist jetzt alles unsers. Dann können wir ja gleich mal reparieren. Kostet uns das vielleicht mehr, wenn... Also kostet uns das mehr, wenn wir so reparieren? Ein Stahl, vier Stahl. Das kostet uns eine Spule, zwei Spulen. Hier will er vier Spulen haben. Tatsächlich, dieses alles reparieren? Ach so. Nee. Ist egal, wie man das macht. Aber ihr versteht jetzt, was ich meine, ne? Weil die Dinger kriegen ständig einen ab. Wir machen jetzt einfach nochmal den Plan. Steuerung V ist noch abgespeichert. Das ist sehr schön. Dann können wir das nochmal entfernen und einfach mal einen Satz nach vorne setzen. So. Damit wir ein bisschen mehr Schilde für unsere Triebwerke machen können.
So. Klingt zwar komisch, ist auch so. Aber das sind so kleine Abfänger. So. Wenn, dann soll dieser Zipfel den Schaden kassieren. Können wir da noch was ranhängen? Tatsächlich können wir. Können unsere Triebwerke komplett einhausen, wenn wir wollen, ne? Sieht bestimmt richtig albern aus. Aber sollte funktionieren. Ne, funktioniert nicht. Nicht genügend stark. Okay, funktioniert deswegen nicht. Machen wir das mal wieder weg. So, dieser Zipfel ist erstmal okay. Das hält quasi das hier so. Oh, guck mal, wir können richtig Betten oder irgendwas anderes reinbauen. Was können wir noch reinbauen? Oh, guckt euch das an, was danach noch auf uns zukommt. Waffen? Wir könnten uns noch eine ganze hinsetzen. Oder zwei kleine, ne? Ja, oder zwei kleine. Aber die zwei kleinen, was machen die? Alter, halt, um die Statistik anzuzeigen. Aha. Größe 1x2, Trefferpunkte 3000. Kugelgeschwindigkeit, Durchdringen minus 2, Schaden 35 pro Schuss. Was machen die? Schaden 400 pro Schuss, ja, das ist dann, ich glaube, die machen wir weg. Ja, und bauen uns dann zwei hiervon hin. War das nicht genug? Nochmal zurück. Wenn ich die jetzt zerschrote, kriege ich doch 16 und 18. Dann müsste ich, ja, genau so. Und die reichen trotzdem nicht, weil wir 32 für 2 bräuchten. Verstehe ich nicht. Haben wir doch. 32 für eine jetzt auf einmal. Ach so. Ich glaube, eine ist da trotzdem schon sinnvoller als zwei von diesen kleinen Dingern. Dann holen wir uns einfach den nächsten Blebbo. Der mit uns spielen möchte. Was haben wir hier? Machen wir mal ein bisschen schneller. Was ist das? Was ist das? Oh, bin ich so weit rausgescrollt, dass man das... Nee. Was ist denn das? Ein Asteroidenfeld. Oh, okay. Tag, Tag. Was ist das hier schon wieder? Nichts. Schwefel, Kupfer, Hydrazin oder was war das nochmal? Schauen wir erstmal da rein. Noch mehr Kupfer. Ich glaube, momentan brauchen wir kein Kupfer, wir haben noch genug Spulen. Aber machen wir erstmal über Vollgas. Warte, was ist hier drin? Und wer ist das da? Piratenjäger. Das ist ein Jäger von den Piraten. Uran. Das Zeug war auch gut was wert, ne? Nehmen wir mal alles mit, was wir mitnehmen können, oder? Der Piratenjäger greift uns ja nicht an. Ich glaube, Uran können wir ordentlich was machen. Wie viel haben wir? Ist doof, dass man das nicht sieht.
Na, aber gut. Wie voll sind meine La... Da ist jetzt einer. Mal kurz. Oh ja. Sehr schön. Oh yeah. Den haben wir. Und wir hatten sogar das Glück, dass wir ihn nicht mal alleine legen mussten. Unsere Beute. Und wenn wir Glück haben, gleich unsere nächste Waffe. Brauchen 32 Stahl. Und kriegen wir 32? Yes. Sehr schön. Bauen wir uns noch ein viertes von diesen kleinen süßen Lasergeschützen hin. Sehr schön. Damit kann man doch schon was reißen. So. Wie sehen unsere Lager aus? Dreiviertel voll. Würde ich jetzt mal so einschätzen. Kann ich mir das irgendwo anzeigen lassen? Also, dass ich es immer sehe. Spiel. Schiffsauswahl aufheben, erlauben. Angriffswinkel relativ zum Raster bevorzugen. Folgewinkel. Schiff in Richtung Mauszeiger ausrichten. Feuerkurven anzeigen. Mhm. Kamera. Mausrad zoom. Nee. Ansonsten bitte gerne diese Infos in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo das genau sein sollte. Dann versuchen wir mal den nächsten. Das war ja ein Asteroidenfeld. Gucken wir erstmal hier rein, was es hier so gibt. Guck mal, da ist noch einer. Ich hoffe, das ist erstmal nur einer. So, 8, 3, 4, und lauf weg. Folgt er uns? Nein, der nicht. Der kommt aber dazu, deswegen, nein. So. Kommt was zu uns. Berühmt werden. Mit steigendem Ruhm wollen sich auch mehr Menschen deiner Crew anschließen. Aha. Mein Schiff reparieren. Und alles reparieren. Müssen wir alles reparieren? Nö. Die sind mir zu dicht beieinander. Ja, alle vier. Da kriegen wir richtig einen auf den Deckel, wenn wir gegen alle vier gleichzeitig spielen wollen. Können es ja nochmal versuchen. Den einen... Ja. Können wir den überhaupt schon erlegen? Ich meine, wir haben ein schönes Schild, ne? Aha. Ich komme nicht näher. Da kommt einer näher. So, aber den haben wir erlegt. So.
Den haben wir auch erlegt. Sieht zumindest so aus. Yep. Den erbeuten wir auch gleich mal ganz schnell. Ja, das Schild ist echt richtig heftig. Also das hält ja wirklich alles von uns ab. Vor allem hier im Anfangsgebiet, die haben absolut keine Chance. Noch ein Kampf oder was? Nee, jetzt können wir doch einsammeln. Ach, das Ding lebt noch? Oh. Nicht mehr. So. Na, was machst du jetzt? Der ist auch hinüber. Aus so einer Entfernung machen wir die kalt. Weißt du, die wollen auch nicht dichter kommen. Aber ich habe ein Schild. Bei denen geht es direkt auf die Hülle. Ist der erledigt? Nein. Jetzt aber. Was? Okay, warum habe ich mir Sorgen gemacht? Ich weiß es nicht. Ist nicht gerechtfertigt, wie stark das ist. Krass. Ja, cool. Jetzt sind wir wieder überladen, ne? Das heißt, wir können wieder was basteln. Und wenn wir wieder was basteln können, dann basteln wir am besten mal ein weiteres kleines Kraftwerk. Momentan haben wir noch genug an Kraftwerken, aber ich befürchte mal, das wird ganz schnell... Hä? Was ist? Nicht genügend was? Ach, von Uran. Alles klar. Dafür ist Uran gut. Deswegen ist das so wertvoll. Brauchen wir hierfür Uran? Könnten wir uns nämlich zwei davon, eins hier, eins dahin fläzen. Nee, das ist X. Was war R? R ist amputieren. Dann machen wir dich mal weg. Machen das und das mal hin. So. Glaube fürs Erste. Ganz gut. Und wie sieht's mit Waffen aus? Legen wir noch zwei hiervon rein. Oh yes. Einfach mal 50% mehr Schaden. Pause aufheben. Und anfangen... Gedöns mitzunehmen. Kommt er her? Noch nicht. Jetzt kommt er. Aber der überlebt auch nicht. Oder? Der macht mich platt? Krass. Was ist das denn für einer? Oh. Aber warum macht er mich platt? Nein. Der zerstört mich. Der macht uns kalt. Ja. Krass. So sieht das aus, wenn man verliert. Noch so eine große Schnauze gehabt. Ja, vier von denen, kein Thema, weißt du. Und jetzt? Einer von denen und dann sind wir kein Thema. Oder war... Achso, da spielen wir noch gegen die Kleinen, ne? Gegen die kleinen Pupsis. So.
Machen wir einfach so. Und da kommt der Dichter, ne? So. Nimm mal alles mit. Genau wie eben. Dann bauen wir nochmal auf. Und ich befürchte nämlich, dass unsere Schilde einfach noch gar nicht geladen waren. Deswegen konnte er uns so penetrieren. So. Jetzt machen wir einmal ganz kurz Pause. Gehen ins Baumenü. Zerlegen das hier einmal. Und... Achso. Das nimmt er jetzt nicht mit, oder wie? Na gut, dann machen wir das halt anders. Wir wollten doch wieder unsere Schilde hier hinsetzen. Genau so. Und zwei weitere Lasertürmchen hier hin. Das machen wir jetzt einmal ganz kurz. Alles aufladen. Schön fleißig. Hey, hey, hey. Wo sind wir? Da sind wir. Sehr klobig. Aber hier war noch so viel zum Aufsammeln. Das holen wir uns einmal schnell. Der kommt bestimmt gleich nochmal. Ist alles unbemannt. Ui. Ich das aus Versehen auch alles angeklickt. Kommt mal zurück. Kommt er zu uns? Nee, der kommt hier nicht gerade her. Wir sind voll, ne? Das heißt für mich, die Lager erweitern. Zu groß, zu groß. So. Kleiner Durchgang ist da noch. Und Stahl ein bisschen spulen. So, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Lager. Ein paar Türen kann man auch immer gebrauchen. So, so, so. Ja. Und da noch ein Durchgang. Und hier sowieso. Genau. Bauen fertig. Und aufsammeln bitte. Oh, wo ist denn das ganze Gedöns hin? Was können wir mitnehmen? Gut, dann nehmen wir noch das Eisen. Was steht da noch? Fliegt weg. Geht immer weiter weg. Wir brauchen aber ganz dringend mehr Leute. Das heißt, wir müssen gleich noch mehr Schlafplätze machen. Und wir müssen tatsächlich doch nochmal vorher zurück, bevor wir hier das alles einmal aufräumen. Ganz dringend. Oh. Sind wir jetzt so überladen, dass es so lange dauert? Oder dass wir so lahmarschig geworden sind? Oder sind wir einfach nur scheiße? Weil wir so klobig sind. So. Gucken wir mal, was wir machen können. Erstmal alles abgeben. Erhalten, erhalten, erhalten. Noch nicht Neues akzeptieren.
holen wir uns noch ein paar Crewmitglieder. Maximum angeheuert. Dies verkaufen wir, solange wir noch nicht wissen, was wir damit anfangen sollen. Spulen auf keinen Fall. Die können wir auch noch nicht gebrauchen. Uranerz behalten wir jetzt. Schwefel weg und Eisen erstmal weg. Uran, angereichertes Uran. Aha. Gut. Wir werden uns auf jeden Fall gleich mal ein weiteres Bettchen zulegen müssen. Hier. Oh. Ja, ist okay. Von mir aus. Das ist echt lustig. Unsere Schutzschilder. Rambock. So. Den. Wie machen wir das jetzt? Den. Und den. So sieht doch gut aus. Dann kriegen wir auch ein bisschen unsere Triebwerke geschützt. Oh, das sieht ja cool aus. Wir machen zu wenig Stromproduktion. Wir brauchen definitiv ein weiteres Kraftwerk. Und noch mehr Leute. Das kann weg. Das kann hin. Fast genug. Scheiße. Nur fast. Aber Leute. Die fighten da gerade. Ne, die fighten nicht, wollte ich schon sagen. So. Maximum mitgenommen. Was geht? So, wir sind ein bisschen drüber, ja. Wir bräuchten, also empfohlen sind 20, wir haben 25. Ist nicht schlecht so. Für die Zukunft. So, was ist hier passiert? Es war doch eigentlich die ganze Zeit so. Ach so, jetzt habe ich... Weil ich in einem Modus war. So, jetzt können wir es nochmal versuchen. Ey, hallo? Wieso haben wir das ganze Gedöns nicht verkauft? Wir sind immer noch vollgeladen. Wenn ich gesagt hier Schwefel, Eisen und so weg. Weg bitte. Das weg. Die können wir noch nicht gebrauchen. Die nicht. Das und das nicht. Ah, ich habe vergessen auf Handeln zu drücken. Ja. Jetzt können wir erstmal ein bisschen Geld zusammensparen. Kopfgeld, Stufe 1, Asteroidenfeld räumen. Welches Asteroidenfeld? Ach, das ist tatsächlich dieses Feld hier, sollen wir räumen? Okay. Fangen wir an. Das kann sich nur um Stunden handeln, ne? Höchste Geschwindigkeit haben wir schon an. Ein paar Leute haben wir, aber wir sind gleich schon wieder voll. Wir haben einfach keine Kapazitäten.
Und vor allem kommen wir da nicht tiefer rein. Wir brauchen Abbau-Laser. Und noch einmal. Nimm mal bitte noch mal das ganze Eisen, was wir hier gefunden haben. Das brauchen wir nicht. Teile für EMP-Raketen könnten wir hier kaufen. Was können wir noch bei ihm kaufen? Erstmal gar nichts, ne? Vielleicht ja schon. Ich habe noch gar nicht alle Felder. Bin ich noch gar nicht alle Felder durchgegangen. Das Handeln. Und was ist das hier? Schwerer Laser. Was macht der denn so? Laserblaster. Disruptor. Also, kombiniert zwei größere Laserwaffen in einem einzelnen Turm, die zusammen viel mehr Schaden anrichten, dafür aber nicht so präzise und vielseitig sind. Ja, aber wie viel mehr Schaden? Das ist doof. Und der Disruptor feuert einen Blitz aus elektrischer Energie ab, der wenig Schaden verursacht, aber feindliche Systeme kurz schließen kann, wodurch ihre Schiffe Energie verlieren, kann Schilde durchdringen, während er diesen Energie abzieht. Okay, Ionenstrahl-Emitter. Später. Bergbaulaser, hallo. Macht das schon Sinn? Brauchen wir auf jeden Fall einen weiteren... Na, wie heißt das? Ein weiteres Kraftwerk. Kleiner Hyperantrieb. Kontrollraum. Große Schubdüse. Das bringt uns nach vorn. Und Laufbänder. Yay. Mittlerer Reaktor. Der Plasma-Batterien mit doppelter Kapazität produziert, die zum Batterien vieler Schiffssysteme erforderlich sind. Ja, okay. Munitionsfabrik, Fabrik für hochexplosive Raketen, Fabrik für EMP-Raketen, Fabrik für Nuklearraketen, Minenfabrik und Stahlschmelzerei. Spulenfabrik. Alter, das Zeugs brauchen wir hier, ne? Diese ganze Fertigungsanlagen. Dann können wir unser eigenes Stahl. Da müssen wir nicht immer erstmal irgendwas schlachten, sondern können aus Stahl und wahrscheinlich Kohlenstoff Eisenerz und Kohlenstoff unser Stahl machen. Aha. Okay, ich würde schon fast sagen, dass ich dieses Gebiet, weil das extrem langweilig wäre, alleine räume. Wir fliegen jetzt erstmal hier rüber und können das hier mal klären. Gucken, ob wir das schon schaffen. Und natürlich, wenn wir anfangen, uns ein neues Design zu überlegen fürs Schiffchen. Aber wie gesagt, ich brauche immer noch Aussagen von euch, ob wir ein Schiff bauen wollen, was, wie heißt das, symmetrisch oder nicht symmetrisch ist. Der ist gar nicht so weit weg. Unbekannter Kontakt. Wollen wir den einfach mal ankontaktieren? So, wir kommen immer dichter. Ja. Vielleicht müssten wir den ja schon langsam sehen. So, nicht zu dicht ran. Oh Mann. Junge. Also gegen die kleinen Fische, da geht unsere Anlage richtig vor, ne?
So, Schilde haben wir. Sind da noch Gegner in der Nähe? Nee. Nee, nee. Ein bisschen Spulen, ein bisschen Stahl, von allem etwas. Angereichertes Uran. Einfaches Uran. Karriere-Logbuch. Ein paar Kopfgelder haben wir hier noch. Das müssten die beiden sein. Aber was ist das andere? Asteroidenfeldräume und Piratenjäger 1 bis 3. Da haben wir erst 3 von 8. Eliminiere umherstreifende Piraten. Müssen wir noch mehr umherstreifende Piraten suchen. Okay. Ey, keine Pause. Das hatte ich nicht vor. Mann, hier ist überall etwas. Schiffe bemalen. Dein Schiff bemalen. Ah. Okay. Um das Äußere deines Schiffes zu bemalen, klicke auf die Schaltfläche Farbe. Ja. Schaltfläche Farbe. Hier kannst du die Grundfarbe und Farbmuster deines Schiffes ändern. Ja, ja. Okay. Ich möchte aber ein vordefiniertes Muster am liebsten. So. Außerdem kannst du Decals auf Dekals auf deinem Schiff malen. Ein Schiff kann bis zu 3 Decals Schichten haben. Jede Schicht kann eine andere Farbe haben und alle innerhalb einer Schicht teilen ihre Farbe. Die Bemalung deines Schiffs ist kostenlos und hat keinen Einfluss auf seine ja. Deswegen habe ich gedacht, das gibt's hier irgendwie was Cooles, Zufälliges. Yay! Feinde, fliegende Piraten. Achso, Schiff bemalen. Verstanden. Na? So. Kriegen dich nicht. Kriegen ihn nicht. Der ist... Noch ist er schneller als wir. Dann wissen wir, was wir machen können. Ein paar große Triebwerke dazu bauen. Was fehlt uns? Spulen? Gibt's doch nicht. Schade, jetzt ist er weg. Dann gehen wir darüber. Sind wir noch voll? Ne, wir sind nicht voll. Kupfer, Schwefel, Kupfer, Eisen, Hydrazin und Schwefel. Yay, da bist du ja. Nicht so einfach. So sind wir in deiner Reichweite. Ja. Gut. Jetzt holt mir alles. Einfach alles, bitte. Die wollen erstmal den großen Schrottklumpen auseinanderbauen. Gut, machen wir das. Und was gibt's da so Feines? Noch ein
CPU. So, das hat sich hier erledigt. Dann können wir hier nochmal rüberfliegen. Ja. Damit ihr nicht so weit zurückfliegen müsst. Ich denke an meine Homies. So. 10 sind noch draußen. Na? Sind wir bald alle soweit? Gut. Dann ab zum nächsten. Da sind noch 2 weitere Asteroidenfälle, die wir abschöpfen müssen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir alle 3 sogar ausbeuten müssen. Aber ich meine, ja, klar, gerne. Halt. So. Langsam. Schauen wir uns erstmal an. Da sind noch 2 weitere. Oh, der tut mir schon fast leid, ne? Der kommt mit gar nichts bei uns durch. Den machen wir einfach so weg. Ohne irgendwas. Einfach so. Mit dem Finger schnippen. So, Jungs, Mädels. Genau, einmal kurz schnell alles einsammeln. Und dann geht's ab zum nächsten. Ich hoffe, da sind wieder so ein paar von diesen umherfliegenden Piraten, weil davon brauchen wir ja noch 5. So, was hast du so drauf? Können wir uns auch da hinstellen und darauf feuern. So. Schon weg. Ja. Nimm mal erstmal alles mit, Jungs. Mädels. Nimm mal alles mit. So. Und dann holen wir uns nochmal den. Ganz schnell. Der tänzelt da ein bisschen rum. Kein Problem. Ey, der hat uns ein Schild kaputt gemacht. Nee, hat er nicht. Jetzt hat er es. Und fertig. Sind das meine Jungs? Was ist los mit euch? Oh. Sind wir von ihm weggeflogen oder wie? Haben wir schon Crew verloren? Ja, tatsächlich. Wir haben schon 2 Leute verloren. Aha. Da fliegt uns einer hin. Hey. Steig ein. Welche Taste ist das? G. Weil nur so sehen wir, ob da was ist.
Na gut. Wie sieht unser Missionsziel aus? Immer noch nur 3. Na gut. Dann geben wir nochmal was. Oh, dann gehen wir da nochmal hin. Was ist denn hier? Eine weitere Station. Das können wir bei dir machen, aber bei dir können wir nur handeln. Und Baupläne kaufen. Was wollen wir dir geben? Teile von HE-Raketen haben wir nicht, aber wir haben Unmengen an Munition und Gedöns. Oh, Diamanten. Prozessoren. Angereichertes Uran. Das behalte ich jetzt einfach. Gold kann erstmal wieder weg. Und nicht angereichertes Uran, weil ich nicht weiß, wie lange das dauert, bis wir es anreichern können. In den Fabriken wahrscheinlich. Fabriken Nuklear. Raketen. Ja. Minenfabrik. Blub. Dafür brauchen wir 15.000. Prozessorfabrik. Ja, klar. Also macht ja Sinn, dass wir uns das alles irgendwie anschaffen. In naher oder ferner Zukunft. So. Na, dann geben wir mal wieder was abgeben. Schiffsantrieb. Ich denke, ich habe es verstanden. Ich glaube, mit der Kamerasteuerung habe ich das auch verstanden. Crew. Ja, das habe ich auch verstanden. Ressourcen. Dafür, dass wir dafür Lager brauchen, ja. Baupläne erhalten. Ja. Wir haben noch gar nichts erhalten. Wir müssen uns, wenn, dann was holen. Also, bis zur nächsten Folge werden wir auf jeden Fall ein bisschen Kohle zusammengeschöpft haben, hoffe ich. Und dann können wir mal anfangen und uns überlegen, wie wir bauen wollen. Und ob wir auch schon in diesem Schiff die Fabrikation von... Ja, die Weiterverarbeitung von Ressourcen machen möchten. Ich wäre natürlich dafür, aber entscheidet mal mit. Wir können ja einen einfachen, reinen Schlachter machen und dann noch einen Sammler mit uns rumführen. Und eine Fabrik kann man ja halt auch machen. Muss man halt nur mit mehreren Schiffen hin und her fliegen. Aber eine Flotte will man doch, sicherlich ist doch das Ziel hier in dem Spiel, eine Flotte später zu haben. Na gut, in dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!